Hallo, willkommen bei Basehead und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es in diesem Video um den Preisanstieg von First Edition Karten im Deutschen und zwar von den PSA Karten vor allem Ding. Kurze Background-Geschichte. Wir hatten ja zum Ende hin letzten Jahres so ziemlich den Tiefstand, was jetzt PSA Karten anging für die Neuner. Die gingen ja so Mitte des Jahres viel höher weg. Also da hatten wir 800, 900 bis 1000 € für einen PSA 9er Glurak durchaus drin. Und ja, das ist so Ende des Jahres so abgeflacht, bis hin, wo ein PSA 9er so ungefähr um die 600 erreicht hatte. Das war so ziemlich der Bottom, der Tiefstand. Und ja, das hat sich dann irgendwann stabilisiert. Der Preis ist dort irgendwie stabil geblieben und langsam gestiegen. Und jetzt, vor allem im Ende Juni und im Juli jetzt sind die Preise wieder gestiegen. Und ja, darum geht dieses Video. Und zwar würde ich sagen, wir schauen uns das mal direkt an. Ich schreibe mal an, PSA 9 Glurak, erste Edition. So, dann suchen wir mal. Und zwar, was finden wir? Also wie bereits besagt, wir nehmen jetzt hier Gegenwert, wäre halt 600 von noch so 6 bis 9 Monaten, 6 bis 700. Und ja, wie viele haben wir denn gerade aktuell da? Das ist immer so wichtig zu sehen. Wir haben jetzt hier einen 8,9er, der ist für 900 zu haben. EGS lasse ich mir jetzt mal außen vor. Das war's. Ich hätte hier jetzt einen aus USA für 800 im Sofortkauf. Wenn jetzt nochmal Steuern drauf kommen, also ich wäre so gut bei 1000 € hier dabei, wenn ich den kaufen würde. Das heißt, gerade zum Beispiel ist keiner aktuell auf dem Markt. Okay, wofür wurden denn die letzten verkauft? Schauen wir uns das mal an. Nochmal für die, die das nicht genau in Erinnerung haben, wir können hier auf Erweitert gehen. Können wir hier auf Verkaufte Artikel. Das ist so eine Art, die verkauften Artikel zu finden. Oder alternativ, ihr seht ja die Leiste, die war vorhin da. Das scrollt ihr einfach runter und dann geht ihr hier auf Verkaufte Artikel einfach auf Häkchen setzen. Das geht auch ein bisschen schneller. Also, aktuelle Preise, die sind jetzt hier noch zitiert zu den letzten Verkäufen. Das ist aktuell, das ist jetzt vor na, ein paar Tagen, zwei, drei Tagen. So, jetzt kommen wir mal runter und wir haben hier den ersten Verkauf. Am 2. August, also vor 10 Tagen. Oh ja, wurde hier abgelehnt. Das schaue ich mir später an. 900. Also 900 wird hier der letzte verkauft. Und zwar wirklich saubere 900. Ja? Das ist jetzt kein Preisvorschlag. PSA 9er aus Deutschland. Okay. Hier wurde ein für Preisvorschlag von 1000. Also wird wahrscheinlich irgendwas zwischen 800 und 900 gebracht haben. Scrollen weiter. 21. Juli 860 in Auktion. Das ist bemerkenswert, weil in Auktionen gehen ja eigentlich immer weniger runter. Schauen wir das hier nochmal an. Was war das? Die sind Trio gewesen. Ah ja, genau das. Das ging ja tatsächlich von ein paar Stunden weg, als relativ niedrig angesetzt wurde in Österreich. Aus Österreich gibt es nämlich keine Steuern, die einzukaufen. Und wir haben hier wieder den nächsten 950 sogar. 880. 745. Und ihr seht, je weiter ich runter scrolle, da haben wir wieder ein 800. Also die Preise, ja, weiter geht's nicht. Also die Preise, ihr seht, tendieren schon in Richtung 900. Ja, woran liegt das? Also meine Erklärung ist, PSA 10er sind quasi verschwunden aus dem Markt. Es ist lange her, dass ein PSA 10er jetzt hier am Markt war. Und Leute wollen halt immer, ja, den besten Grade. Ne? Und was mache ich, wenn ich jetzt keine PSA 10er mehr bekommen kann oder die halt mittlerweile halt 5000 wert sind? Dann gehe ich für den nächstbesseren und nächstbessere wäre halt 900. Und wenn wir gerade sehen, dass wir gerade bei den aktuellen Artikeln ja keinen einzigen gefunden haben, stürzen sich alle darauf, wenn eins da kommt. Ne? Und ja, das führt, dass wenig Angebot zu viel größerer Nachfrage und immer stärker werdende Nachfrage, weil letztendlich ist es ja nicht nur der Glurak. Wenn ich jetzt auch normale PSA 10, 9er mir anschaue, wie jetzt zum Beispiel so ein Pipi oder
Garados, ein PSA 9, der war vor 6 bis 9 Monaten, also gleicher Zeitraum, lag der noch unter 100 € und mittlerweile, jetzt aktuell, kriegt man den eigentlich gar nicht mehr unter 100 €, sondern muss man schon so 110 bis 130 dafür ausgeben. Also der ist auch wieder gestiegen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne mal hier eure Meinung dazu. Wenn ihr wollt, dass ich hier mehr so Marktanalysen mache, kann ich auch mal frequenter dann Videos hochladen. Ich will mehr neuen Content. Und ja, Daumen nach oben, bis zum nächsten Video.